Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Megacraft. Nico? Ja. So, jetzt ist Nico auch in dem Projekt. Der ist da oben gespawnt. Und wir sollten seinen Spawn gleich noch stellen, oder? So, und für die Zuschauer vom Nico, ich hoffe, ich schreie gerade nicht zu sehr. Hier ist der Stadtbrunnen. Doch. Hast du schon Dings? Ein Waypoint? Nö. Brauch mehr Erde. Will Leute hier oben stehen? Ja. So. Warum? Warte, ich hab so einen Schaufel. So, auf jeden Fall, nein. Nico, hier ist dein Grundstück. Alles andere hab ich dir erklärt. Deine Erden ist gerade gemobst. Krieg ich einen Scope? Ein was? Ein Scope? Was ist das? Ein Kescher. So ein Ding ist es. Mal nicht. Weil, als allererstes, du solltest nach Holzen zu farmen gehen. Für Equipment. Aha. Und, naja, ich... Hunters Backpack ist für Mob-Sachen, gell? Ja. Also für, Tierfell und so. Hier, Nico, du baust das auch bestimmt hier einmal komplett hoch. Auf die Höhe hier. Ist das okay? Dass dann hier dann alles so einmal durchgehend auf einer Höhe ist bei mir. Vom Zaun her. Ah, ist ja komplett gerade ist. Bei mir zumindest. Also zumindest die Mauer, damit, weil ich weiß nicht noch nicht, wie ich das genau anpasse. Und dann habe ich das lieber erstmal so, dass die komplett auf einer Höhe ist. Machst du da schon mal Erde hin? Ja. So einmal auf eine Höhe, weil dann Zäune höher setzen werde ich mich gleich mal noch für dich. Naja, so eine Steinaxt ist nicht so ganz geil. Und diesmal reden wir auch über Teamspeak und nicht über Skype. Deswegen hört ihn mal und mal nicht aus dem Kasten hauen. Hä? Das ist aber doch okay, glaub, du musst mit mal dem Grundstück hier, dass wir das jetzt ein bisschen höher gesetzt haben. Ja, aber ich glaube, du musst mal bei dir hier Dings die Sprachaktivierung ein bisschen besser einstellen, weil... Hab ich. Manchmal kommt nur die Hälfte. Da würde 1000, glaub, mehr bringen. Und vor allen Dingen... Ich sehe ja, wann bei mir das Ding aktiviert ist. Das ist auch wirklich immer nur, wenn ich was sag. Vielleicht ja, mir kommt manchmal kommt die Hälfte nicht an bei mir. Ach so, okay. Doch nicht das komplette Grundstück, Nico. Nee, ich will hier also ein Ding... Ja, warte! Ich muss da noch mal kurz hoch. So. Soll ich dann die Mauer gleich hochmachen? Nico, warte, hör mal auf. Machst du das dann einen daneben eben? Ich hol mal eben Equipment, okay? Weil das finde ich, glaube ich, besser, wenn dann, wenn du das so machst, dann das Ganze auf einmal ist. Und wie man sieht, halt, die Grundstücke sind halt ein bisschen schief. Ich werde das auch so lassen, nur ich will halt die Hauptmauer sehen, weil da oben ist. Oh, ich wollte eigentlich eine Axt machen. Na, jetzt habe ich schon mal eine gute Schaufel. Nico, machst du das dann jetzt auf einmal neben gleich? Ja. Gut. Dann musst du hier hinten anfangen, bei dem allerersten, wo gleich der Zaun weg ist. Und das dann einmal komplett machen, sodass hier keine Bodenwellen drin sind. Und hier hinten würde ich das dann so machen, dass wir das aber ein bisschen abschrägen, oder? Dass man dann nur nachher den Zaun ein bisschen schräger hat. Oder wir machen den Zaun auf eine Höhe und werden das danach abschrägen. So könnte man das natürlich auch machen. Ja. Ich baue schon mal eben einen Baum ab. Weil der würde mir nämlich doch gleich im Weg stehen. Beziehungsweise auch gleich eher hier. Du, willst du das einmal rundherum haben? So hoch. Ja. Ich wollte nur so eine Position so bauen. Nico, dann mach mal aber jetzt auch einmal hier komplett hinten. Dann würde ich das aber komplett so hoch machen, oder? Dann kannst... Das würde ich, wenn, schon rundherum machen, glaube ich. Aber wie sähe das denn sonst aus? Sonst würde ich das hier hinten nämlich ein bisschen abschrägen, weil sonst sieht das wirklich scheiße aus. Er kann ja hinter den Zaun oben draufsetzen und hinter dem Zaun ist hinbauen. Du musst das ganze Ding hier, guck mal, um einen noch erweitern, weil sonst... Der Grundstück, guck mal. Ja, da, ja. Die ganze Linie noch einmal lang.
in der Höhe. Ich muss erstmal hier noch. Und ich baue dann hier schon mal so einen halbwegs Berg runter, oder? Ja, es wird ein ziemlich. Ich baue hier gerade hier so einen ziemlich steilen Berg auf mein Grundstück. Und dann auch die Base und so weiter reinkommt. Jo. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, wenn die Folge da ist, sollte Nico auch schon aus Megacroft 1 gekommen sein. Ja, da werde ich wohl noch bis um die Folge 20 höchstens oder so machen. Ja. Und danach oder 15. Du mir noch einmal die Welt, dann kriegt ihr die nämlich auch zum Download mit dem Modpack. Das werde ich aber machen, weil ich einen recht guten Webspace habe für meinen Domain. Und naja, da habe ich einen Spawner down und ein Dings ab. Hier, ich glaube 200er ab, 2000er down, genau so irgendwas. Nico, machst du das dann eben hier hinten einmal die ganze Schicht bitte? Kurz so durch. Dann könnte ich hier nämlich den Weg ein bisschen besser legen schon mal. Ja, ich muss erstmal hier. Das ist wirklich ein ziemlich steiler Berg. Und nicht wundern, ich bin ja auch schon ein bisschen am Abschrägen, weil sonst sieht das mit dir auch ein bisschen scheiße aus. Also das Ganze muss jetzt bei dir noch um einen erweitert werden. Das aha. Muss ich dann gleich einfach nicht von dem, was ich hier noch baue, irritieren lassen. Ja, da bin ich erstmal in ein Loch gefallen. Du musst mir gleich nur sagen, wohin du das machst. Wahrscheinlich erst bis da hinten. Okay. Das deine ist auch dein Zaun dann so schön. Ey, das ganze Ding soll hier zu von innen, Nico. Mach ich ja. Hier innen auch. Okay. Wer ist mal hier oben das Zeugs hingebaut? Jo. Und dann wäre hier halt der letzte. Oh, ich hab keine Erde mehr. Ich kann eine Erde holen gehen. Gut, und Nico, kann ich nicht auf den Berg da bauen. Und deswegen das muss ich mir selber einen Berg bauen. Ja komm, dafür hast du wenigstens genug Erde bekommen. Aha. Für die Anpassung habe ich das nämlich extra gemacht. Und 2000 sollten noch wohl ausreichen, glaube ich. Jo. So ungefähr. Nico, hier hinten würde ich das aber einen tiefer machen. Guck mal, Nico. Nico. Ja. Versetz das hier mal um einen, damit das ganze Ding hier nicht direkt so komisch aussieht, sondern eher so machen, verstehst du? Ja, so. So, dass das Ding hier nicht an die Blöcke angeht. Oh, okay. Ja, und hier hinten ist eine richtig steile Wand. So. Nein, aber machst du das denn hier, guck mal, so, dass das dann hier so ist gleich? Weil sonst connecten die sich ja und ich möchte ja, dass man den Zaun halt durchgucken kann. Dann würde ich nämlich das andere hier mal einversetzen, ne? Und Nico, die ganze Wand soll auch so hoch, also auch auf die Höhe hier. Hä? Die ganze Wand soll, das hier soll auch auf die Höhe da. Und ab hier wird dann abgeschrägt. Oder du schrägst von hier schon ab. Aber da müsste ja, ist das schon abgeschrägt. Ja, dann wird die Mauer trotzdem so auf die Höhe noch trotzdem sein. Das war nämlich auch so beabsichtigt. Genau so. Weil dann soll hier nämlich so die Mauer durchlaufen, okay? Mhm. Ja, und auf jeden Fall, wir sind hier gerade auf meinem eigenen TS, der läuft nicht mehr lange. Nur noch so 20 Tage und dann holen wir uns einen anderen, der ist nämlich billiger. Und ja, dann kriegt ihr nachher auch mal die IP, wenn er dann fertig ist. Mit der Konfiguration und so. Nico, komm mal kurz her. Erstens, den musst du hier noch einen umsetzen, glaube ich. Guck mal. Hohe Wand. Ist das okay? Ja, soll ja auch so sein. Ist ja hier auch so. Soll ab hier dann so runtergehen? Guck mal, wo ich gerade bin. Soll dann hier runtergehen? Ja. Also mit dem Zaun auch dann. Ja. Das mache ich dann aber gemächlich. So. Auf
vorne muss er sein. Du passt dann dein Haus aber auch an den Berg an, oder? Ja. Okay. Ich habe das extra so gemacht gehabt, beim, dass wir hier bauen. Ich habe gedacht, hier kann man schön den Keller dann unten bauen und da oben dann den Eingang und so. Aber so ist es. So, und Nico, würdest du dann abnehmen, also wenn du wieder Geld hast, den TS mitbezahlen? Ja. Gut. Und du musst den Server nächsten Tag, in 2 Monaten circa wieder bezahlen. Ja. Ja. Wollte ich dir nur schon mal dich daran erinnern, da nicht, dass du dich dann wunderst, wenn ich dann komme, ja, ich weiß nicht, was ist. Wenn du läufst noch 75 Tage und ich bezahle immer gern ein bisschen früher. Verstehst du? Mhm. Nicht, dass du da stehen so 2 Tage vorher, scheiße, jetzt läuft der ab. War das Equipment, was du hast, denn so okay? Ja. So, mein Haus mache ich jetzt so erstmal nicht, denn ich habe schon mal ein bisschen Marble geholt, weil ich will jetzt direkt mit dem Hausbau erstmal anfangen. Oder, Nico? Aha. So, die brauchen wir noch. Könntest du bei dir denn vielleicht auch Daueraktivierung machen? Das hört ziemlich scheiße an, wenn erst... Ja, ich kann halt gerade nicht aus der Aufnahme raus. Ja, kannst du aber gleich dann noch machen. Wie lange nehmen wir auf? So, ich glaube 11 Minuten, weil wir hatten ja vorher noch, glaube ein bisschen später gestartet. Okay, du sagst mir aber so bei, wenn da steht so 20, sagst du einfach trotzdem Bescheid. Ja. Und ich habe hier mein Greatwood Log Ding abgebaut, also mein Bäumchen. Und ich baue jetzt so halb jetzt wieder wie Megacraft 1, weil ich fand das einfach schön, wie das aussah. Und ist aufgefallen, ich muss hier nachhalten, oder? Ne, doch nicht. Gut. Glück gehabt, Greatwood. Erstmal das Holz holen. Und Nico, falls baust du wieder aus Marble? Im Werk schon. Okay, ich kann dir nachher mal eine Koordinate sagen, wo Marble ist. Ja. Die habe ich nämlich noch vom letzten Mal. Ist ja nicht schlimm, dass ich die Koordinaten vom letzten Mal noch alle habe. Schlucht habe ich halt nicht mehr drauf. Da bin ich wieder. In welcher Folge bist du gerade? Ich nehme gerade nicht auf, ich stehe nur rum. Ach so. Hab schon beendet die Folge. Soll ich die nächste machen? Nein, warte dann auf mich. Ich mach noch bis 20 nach, okay? Naja, in der Folge ist das bestimmt schon ewig lang. Ist dann doch für dich nicht schlimm. Willst du wirklich wie so ein Riesenhaus bauen? Naja, ich werde nicht so ein Riesenhaus bauen. Hier vorne soll es ein bisschen niedriger sein, also so einetagig und da unten dann halt 2 Etagen. Ah, nicht wieder das komplette Grundstück, oder? So halbwegs über das Ganze. Da hinten kommt halt... Guck mal, Nico, ich zeige dir mal gleich, wie ich es meine. Also hier, das kommt einmal hier bis nach, ich würde so sagen, bis nach, hier kommt so das Haupthaus, dann geht es hier einen tiefer, dann sieht man das auch, so dass hier halt Keller lang geht, und dann geht es halt hier noch lang bis nach hinten der Keller. Also das Haupthaus. Also das Haus so breit wie es jetzt bleibt, oder? Ich zeige dir das nachher mal. Oder war das letzte Fenster, wo das hier hin war, in die Richtung, oder? Machst du es bis ganz nach hinten? Ich zeig's dir sofort, wie ich meine. Also ich will bis zu einer bestimmten Stelle das nur machen. Wäre das hier das Fenster? Genau. So, ich muss ja eben gucken, inwiefern ich dann mein Grundstückseingang vielleicht umlegen muss. Bekomme ich eigentlich auch ein Bienenhaus? 3, 4, 5, so immer im Lasse. 1, 2, 3, 4, 5. GT. Ja, ich bin gerade am Zählen gewesen. So, das wird hier so passen. Müssen wir mal gucken, ob du ein Bienenhaus bekommst. Und du kannst auch einfach damit anfangen und selbst die züchten. Ja, brauche ich ein Bienenhaus dazu. Ja, warum? Das ist ja ziemlich schwer zum Herstellen. Warum brauchst du dafür ein Bienenhaus?
Weil da muss man die Bienen reintun, die man draußen findet. Und die tun dann den Honig herstellen. Ja, du musst also den Bugs. Ja, aber kannst doch einfach, man kann die doch abbauen. Du musst ja rumlaufen, Bienen-Dinger suchen. Ja, schon klar. Ist ja auch so schwer. Nicht wundern, ich musste mal eben meinen Grundstückseingang ein bisschen umlegen, sonst hätte das mit meinem Haushalt nicht gepasst. Ist doch hoffentlich nicht schlimm, oder? Weil sonst hätte das nämlich mit dem Haus nicht gepasst und dann hätte das gar nicht erst ausgesehen vernünftig. Wir wollen ja hier in dem Projekt nicht irgendwelche Häuser haben. Ah ne, hier war schon zu viel. Und da wurde ich glaube ich auf dem TS angeschrieben. Noch nicht, gut. So. Nico? Ja? Aber dann such dir doch jetzt einfach welche. Ich werde dir dabei auch, also in der nächsten Folge meine ich, und dann werde ich ja dir dabei auch helfen wollen müssen vielleicht. Sie sind ziemlich leicht zum Abbauen. Bienenhäuser, muss ich 250 Blöcke weit laufen, um die abzubauen? Ja. Achso, ich habe mich hier doch wieder verzählt. Weil bei denen macht es dann nichts eigentlich, es fällt ja gar nicht auf, wenn die weg sind. Trotzdem, Regeln sind Regeln. Aber stell dir vor, dann sag ich ja, ich fällt doch auch nicht auf, wenn ich dein Haus spreng. Weil eigentlich ist es ja nicht abbauen, ich sammle ja nur die Biene ein. Aber dann geht ja durch was kaputt, soweit ich weiß. Ja, bloß der Bienenblocker, die stehen da einzeln auf den Wiesen rum. Ich überlege es mir bis zur nächsten Folge. Also bis morgen dann, aber. Weil bis zur nächsten Folge. Nico, jetzt kannst du gucken. Guck mal, ist das so mit meinem Eingang wieder okay? Jo. Oh, ich brauche noch mein Marble. So, und dann zeig mein, wenn ich hier gleich meine Sachen aufgebraucht habe. Also, ich kann das ja schon erklären. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich will bis zur Hälfte des Grundstücks hier das Haus hier oben bauen. Und dann halt bis nach ganz kommt halt noch der Keller. Mal komplett durch halt. Verstehst du? Ich habe sogar schon meinen Eingang gebastelt. Okay, das ist noch kein richtiger Eingang. Aber teils. So, Nico, guck mal. Wie sieht mein Grundstück so aus? Nico? Warte, ich komme gerade aus meinem Haus. Ach so. Aus deinem Haus, aus deiner Höhle. Aus deinem Kaff. Ja, da kommt ein Haus rein. Aus Erle. Ja. So, komm mal rein. Guck mal, hier ist halt der Eingang. Komm mal hier hin. So, hier ist halt der Eingang. Und dann tun wir halt hier, kommt bis zur Hälfte. Ich messe das dann ab. Nico? Nico? Ja. Achso, du hast ganz auf dem Server voll geleckt. Ich werde bis zur Hälfte das Ding dann bauen. Stand. Was machst du da? Komm her. Also bis zur Hälfte wird das Haus oben gebaut und dann der ganze Keller geht halt über das ganze Grundstück. Da kommen halt alle Maschinen rein. Und wenn du Mars Fabricator und so hast und du den in der Stadt spendest, kriegst du das UU Meta daraus, beziehungsweise halt da das hier ja Starkstrom ist, habe ich dir eigentlich glaube ich soweit erklärt mit dem Strom, wie wir was machen. Strom kannst du halt erstmal umgehen, dann kriegst du nämlich mehr raus. Im Endeffekt für dich. Tust da gerade Müll rein? Was passiert denn damit? Komm mal her. Hier hinten ist so ein Crab-System. Komm mal her. Also, guck mal, das hier ist Haupt-ME-System. Das hier ist mein Serverschrank. Das ist deiner. Und hier hinten, das kommt dann halt hier rein. Guck, Nico, der exportiert das von hier. Also hier, die Enderchest, alles was hier reinkommt, kommt hier in das ME-System. Verstehst du?
Und hier oben ist halt Strom. Voll nicht übertrieben. Und guck mal, wie findest du das mit dem Ghost? Guck mal. Hier sind Ghost-Stufen. Deswegen ist hier auch Secret Blocks drauf. Ist das nicht nice? Ja, aber du darfst hier nicht rein, Nico. So, dann komm mal mit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei mir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.